spiele immer mal wieder mit den German Jazz Masters seit über 10 Jahren und habe da das Vergnügen, auch mit Manfred Schoof, dem legendären Trompeter, zu spielen, der diese Zeit sehr beeinflusst hat und mitgemacht hat. Und da ist auch ein Stück drin, das hat mit Free Jazz zu tun. Das würde ich gerne mal kurz andeuten. Das heißt Horizons, das geht so als Ballade, so ungefähr, und dann steht im Arrangement so schnell und so laut wie möglich. Den Teil haben wir jetzt gerade interpretiert. Aber zurück zu, wo Jazz auch Hits hatte, plötzlich. Watermelon Man.
Vielen Dank. Also, 16,5. Oh. Muss ich bei Ihnen einfach immer wieder zusagen, weil ich denke mal zurück, wo war ich mit in dem Alter und was wusste ich schon über Musik. Ich freue mich, dass ich so einen Studenten habe. Ein Jungstudent, den hat sich die Hochschule natürlich nicht entgehen lassen. Der wird bestens betreut von einem wunderbaren Saxophonprofessor und bei mir darf er spielen. Darf er immer noch spielen oder nicht arbeiten.